Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Pater Rektor Johannes Fischer gestattete mir, meine Semesterferien in Mailand zu verbringen. Die drei Kinder, Thierry, Bibi, Laura und Luis, hatten mich vor einigen Wochen in Mailand beraubt. Seither war ihr Schicksal und meins verknüpft. Spinnst du? Sie gehören einer Kinderbande an, die von erwachsenen Gaunern wie der Mariola organisiert wurde. Der Poissonnier war der Chef der Bande. Er, also der Fischhändler, sorgte auch für Nachschub an Kindern. Teilweise kaufte er sie armen Eltern ab, es war aber nicht ausgeschlossen, dass er von der Straße weg oder von Flughäfen Kinder entführte. Der Journalist Molini hatte mir wichtige Hinweise gegeben, bevor er durch ein Attentat der Vishida schwer verletzt wurde. Er konnte entfliehen. Laura bat mich, ich solle sie, Luis und ihre anderen Freunde nicht verraten. Was verraten? Dass die Kinder misshandelt und ausgebeutet wurden? Ich wollte die Kinder aus diesem Teufelskreis befreien. Dazu benötigte ich allerdings die Hilfe der Kinder. Halt nicht! Laura! Sebastian! Luis wurde sofort nach Marseille geschickt, als die Verbrecher merkten, dass Laura mich, den kleinen Priester, nicht als Feind betrachten wollte. Sie blieb in Mailand als Faustpfand zurück. Woher hast du die? Wann hast du die gekauft? Thierry Bibi hat doch überhaupt kein Geld. Sie muss von jemand anderem sein. Von Laura? Nein, von dem Typen. Du weißt schon, der Mann, der in der Kirche wohnt. Er weiß das mit der Mutter Monika. Aber dem Kurz habe ich nichts davon erzählt. Er ist böse. Im selben Zug wie die beiden Jungen saß auch ich. Denn ich hatte Thierry Bibi und Kurze in der Kirche belauscht und wusste von der Reise nach Marseille. Ich wollte die Kinder retten. Wie? Das wusste ich allerdings nicht genau. Sebastian Krass? Ja? Willkommen in Marseille. Entschuldigung. Pater Johannes Fischer macht sich schon verdammt Sorgen um dich, mein Junge. Du solltest deinem Vorgesetzten vielleicht etwas häufiger berichten, wie es dir geht, bevor er dann irgendwelche Horrornachrichten erfährt. Ich bin Pierre Michel. Aha. Und vom selben Verein wie du. Herzlich willkommen. Ich habe eine Spur, Michel. Weißt du überhaupt, worum es geht? Ja, natürlich. Monsignore Maione hat schon am Telefon mit mir rumgebrüllt. Und eine Giuliana hat mich beauftragt, lieb zu dir zu sein. Und Pater Johannes Fischer in München sollst du umgehend zurückrufen. Los jetzt! Immer mit der Ruhe, Freund. Nach 200 Metern stehen wir sowieso voll im Stau. Da geht um diese Zeit in dieser Weltstadt gar nichts mehr. Und deine Freunde finden wir später auch wieder. Ja, mein Holz. Sag mal, Freund Sebastian, in Mailand musst du ja ganz schön in die Scheiße gegriffen haben, ne? Bitte was? Dein Chef ist jedenfalls nicht sehr begeistert, glaube ich. Hier, setz dir mal auf, sonst erkennen sie dich gleich. München, Mailand, Marseille. Alles traumhafte Städte.
Aber leider hat unser Herrgott auch da ein paar faule Eier ins Nest gelegt. Wahrscheinlich, damit wir uns nicht zu sehr langweilen. Helm als Tarnung, jetzt könnte ich auch ein Auto knacken. Damit er nicht verhungert. Salut. Der Luke hält uns für blöd. Ich kann doch die Tür öffnen. Wer sind wir denn? Lassen wir uns einsperren? Naja, siehste. Bitte, Luis, spiel für Thierry Bibi. Bitte was, als Luis und ich noch ganz klein waren. So wie das neue Baby. Oh Madonna, das habe ich dir doch bestimmt schon 100 Mal erzählt. Mindestens. Aber immer irgendwie anders. Schon möglich. Sonst würde es ja auch ein bisschen langweilig, oder? Ich hatte in Mailand dem Monsignore Maione und auch Giuliana versprochen, mich sofort aus Marseille bei ihnen zu melden. Nein, nein, ich will dir keine Vorschriften machen. Du, pass auf, das Geld geht zu Ende. Ja, okay, ja. Ciao, Giuliana. Giuliana, hm? Ja. Ist sie hübsch? Ja. Mir hat schon die Stimme gefallen. Hattest du schon eine Freundin? Naja, davor. Ich meine, bevor du Jesuit geworden bist. Michel, der Kurze. Den Typen würde ich mir vom Leib halten, der sieht übel aus. Wieso? Ohne sein Messer ist da eine Null. Ja, das sagt man von einem Metzger auch. Nur handelt es sich bei einem Metzger um einen Ehrenmann. Hast du solche Leute schon kennengelernt in Algerien? Und wie? Aber ich fürchte, diese Erfahrung musst du schon selber machen. Da kann ich dir nicht helfen. Sehr beruhigend, Herr Lehrer. Danke, Konzo, alles klar. So, jetzt muss ich mal wieder zu meinen arabischen Kindern. Danke, ich komme schon allein zurecht. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. Uns kannst du nicht einsperren. Das hättest du auch deinem Freund Glück sagen sollen. Diese Tür konnte ich schon mit 6 Jahren öffnen. Konntest du ja schon einen Hosenstall öffnen? Na, jetzt aber. Und? Sonst? Wie gefällt euch Marseille? Starke Jungs, schöne Mädchen, aber schwere Konkurrenz für euch. Und das Meer, Luis. Da wolltest du doch immer mal hin. Laura auch, aber nicht an dieses Meer. Weiter weg, nach Rio zum Beispiel. Naja, sicher. Wenn du spurst, kann Laura dich ja auch besuchen. Wenn nicht, nicht. Aha, Härtetipp. Ganz trickreich. Kurz, so hast du dir hier deine Fresse polieren lassen? Laura soll mich nicht besuchen, sie soll bei mir sein. Wir gehören zusammen.
Ohne Laura sind Thierry Bibi und ich nur die Hälfte wert. Ach, Philosophie. Ein Messer und eine Gabel nennt man zusammen zwar ein Besteck, aber getrennt bleibt das eine ein Messer und das andere eine Gabel. Mit dem einen kannst du schneiden, mit dem anderen stechen. Du bist unser Messer, Laura ist unsere Gabel. Gut, ne? Wo sind denn eigentlich eure Pässe? Pass? Was soll das? Die sind doch sowieso falsch. Ihr habt mich 2 Jahre jünger gemacht und ich heiße jetzt Brunner. Nee, nee. Die sind schon echt. Nur die Eintragungen sind falsch. Thierry Bibi, du bist jetzt erwachsen. Du passt auf ihn auf, klar? Klar? Mhm. Du machst zwar nichts, aber du lässt ihn nicht aus den Augen. So, jetzt mir nach. Ich zeig euch Marseille. Wo ist mein Wörterbuch? Ich brauche 5 Minuten. Ja, das ist ein Auslandsgespräch. Auslands. Also, Sie verstehen mich nicht. Ach, Mensch. Ja, wie sollen Sie mich? Ich brauche nur... Meine Mutter ist am Telefon. Und es ist wirklich ganz wichtig. Ja, brauchen sich doch nicht gleich aufzuregen. Das kann man doch auch so regeln. Ja, warum? Es gibt doch so viele Telefonzellen hier in Marseille. Da verrückt der Klops gerade in meiner... Zu meiner Telefon. Ja, Sie müssen... Entschuldigung, es geht doch... Lassen Sie mich doch 5 Minuten auftelefonieren. Es ist doch... Es wird doch... Ich brauche... Lass los. Mundharmonika gespielt. Wo ist denn die her? Ach, wie süß. Von Laura zum Abschied, ja? Oder hatte sie von jemand anderem? Nicht zufällig von einem Mann, der in der Kirche wohnt? Nein, in der Kirche, kennst du doch. Hör zu, du. Ich hab kein scheiß Spiel mit mir, ja? Denk daran, wir haben die Gabel, die dich sticht. Du musst mir jetzt alles sagen. Wer ist dieser Typ? Wer ist der Mann, der in der Kirche wohnt? Ist es der Freund von Laura? Ist es der kleine Priester? Red schon, ich hab Angst. Bleiben, bis du uns verrätst, wo der kleine Priester steckt. Du weißt es doch. Ich belauerte nach wie vor das Haus in Marseille. Jetzt schon den 2. Tag.
Von Luis und Hiribibi sah ich nichts. Auch Kurzos Auto war auf wundersame Weise verschwunden. Ich bin eben kein Profi. Die Kinder waren mir entwischt. Hiribibi? Sie werden es dir wegnehmen. Wie? Was? Dein Leben. Der Kurz ist ein böser Mensch. Psst. Warte! Hast du mal auf Feuer? Ich bin nicht doch. Nicht hoch. In Ordnung. Ja, ja, ich erkläre ihm das. Bis bald, salut. Es wird auch Zeit. Kommt mit. So, Luis, da steht deine Maschine. Die schafft locker 70 Sachen. Ich habe gehört, in Mailand warst du der Beste auf dem Mofa. Ja, ja, das stimmt. Luis ist der Beste. Pass mal auf. Kein Schmuck, keine Handtaschen mehr. Ende. Du bist nicht gut genug. Mhm. Du arbeitest mit dem Mofa. Und wenn du schlau bist, bist du schnell. Ja, ja. Da muss man Auge haben. Darf ich mal meine Schwester anrufen? Meine Schwester? Hm. Mit Mailand ist ein Ferngespräch, Luis. Verdammt teuer. Mach erst mal 5 Autos, Lehrer. Können wir drüber reden, ja? Ab jetzt. Na los, fahr schon. Dauernd erzählt. Ist unserer Gendarmerie hier kein Begriff. Aber ein Freund von mir bei der Polizei wäre bereit, ihn Luis bei der nächsten Gelegenheit hochzunehmen. Wenn du das gut findest. Ja, zumindest käme ich dann mal an Luis heran. Warum hast du eigentlich nicht Thierry Bibi gefragt? Warum hast du den überhaupt wieder laufen lassen? Sag mal, was glaubst du? Wie hat er dich eigentlich gefunden? Was fragst du? Er hat mich gefunden, weil... Dreh dich mal ganz langsam um. Da stehen zwei Typen auf der Brücke. Die sind wegen meiner arabischen Kinder da. Ich habe den Eindruck, die sind nicht einverstanden damit, dass sich jemand in ihre Angelegenheiten mischt. Und jetzt wissen sie auch, dass du in der Stadt bist. Den einen kenne ich. Er ist von Kurzos Bande. So, Leute, wir gehen langsam weiter. Morgen können wir wieder mit unserem Schiff fahren, aber jetzt müssen wir nach Hause. Nam Xiao. Ich habe das Gefühl, dieser Luis wird dich früher finden, als du ihn warst. Wir fahren jetzt zum Hafen. Passt. Sag mal, du magst noch Schiffe, oder? Ja? Und wie? Dachte ich mir doch. Ich war entschlossen, Luis aufzusuchen. Ich wollte dem Jungen gegenübertreten und mit ihm reden. Doch der Kurzo achtete auf die kostbaren Kinder, auf seine Spezialisten. Er achtete auf sie wie auf sein Messer. Und was ich nicht ahnen konnte, die Bande wusste längst, dass ich in Marseille auf der Lauer lag. Nicht haben, bleibt deine Schwester exakt an dieser Stelle. Ich verstehe sowieso nicht, wieso die Mariola, die Dishida und der Posten hier so viel Geduld mit euch haben. Ihr Schweine, ich weiß nichts von dem Priester. Warum habt ihr vorhin mehr Angst als vor der Polizei? Ach, Angst.
Bratwurst. Saucisse-Rotier. Die Polizei kannst du betrügen, aber den kleinen Bastard nicht. Und das eine will ich dir sagen. Ein einziges Wort von mir. Und deine süße kleine Schwester Laura wird vor dem Dom enden als stinkendes, ekelhaftes Bettlerweib. Und ich sag dir noch was. Thierry Bibi nehmen wir dir weg. Wo ist eigentlich die Untermonika her? Die lag im Zugabteil. Ja, wenigstens bist du mal ehrlich. Die Kirchenratte ist nämlich in Marseille. Luke hat ihn am Hafen gesehen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt nicht. Ich hätte es dir gesagt. Ehrlich. Vielleicht lungert er schon tagelang hier draußen rum. Du musst raus hier. Los, mach die Klamotten zusammen. Auf, los! Wo ist Ihre Bibi? Sag's mir bitte. War das vorhin ernst gemeint? Was mache ich ohne ihn? Ich will wissen, wo er ist. Na komm, beruhig dich. Wir gehören alle zu einer großen Familie. Wir sind alle zusammen. Laura, du und all die anderen. Sicher, es mag Familien geben, die herzlos sind, die ihre Kinder wegschicken, wenn sie groß sind. Das wird bei uns nicht passieren. Wir bleiben immer zusammen. Glaub's mir, Louis. So lange du ein braver Sohn und Laura eine liebe Tochter bleibst. Hm? Wo ist Ihre Bibi? Er muss doch auch mit. Schön hier, hm? Dort ist das Schiff. Ja, ja. Und du zusammen seid. Das ist Frieden? Ja, und nicht im Urlaub. Und diese Leute wollen euch das nehmen. Die, denen das Boot da unten gehört. Das sind böse Menschen, die Ribibi. Klar? Jetzt geht. Ganz böse, böse Menschen. Kollege, haben wir einen Raum mit Gittern vor den Fenstern. Und dann kommst du jetzt, Sebastian. Die wollen dich umbringen. Sie haben jetzt solche Angst, dass sie auch schon ihre eigenen Leute umbringen. Du gehst auf keinen Fall mehr in die Stadt, bis zu deinem Rückflug nach München. Du bist für meine Sicherheit nicht verantwortlich. Okay, meinetwegen. Aber dann wirst du so freundlich sein und ein neues Boot kaufen für das Kolleg.
beschütze meinen Freund Thierry Bibi und meinen Bruder Louis. Mach doch bitte, dass ich ihn bald mal sehen kann. Oder dass er mir schreibt. Oder wenigstens mal telefoniert. Obwohl er natürlich kein Geld hat zum Telefonieren. Aber Louis kann mit jedem Telefon telefonieren, wohin er will. Louis kennt eine Menge Tricks. Hilf ihm dabei. Also wenn du magst. Amen. So, okay. Du siehst, dass ich versuche, dir jeden nur möglichen Wunsch zu erfüllen, ne? Morgen möchte ich wieder in die Kirche gehen. Übermorgen auch. So lange, bis ich was von Louis höre. Na, dann hoffen wir mal für alle, dass du nicht so lange zum heiligen Vito beten musst. Ich bete jeden Abend sowieso. Das möchte ich meinen. So habe ich euch das schließlich auch beigebracht. Komm jetzt. Hier bist du sicherer als unten am Hafen. Und hier bist du auch, im Schoß der Familie. Ist doch schön hier, oder? Ja. Na, ich hatte es früher nicht so schön. Nur sei nicht so muffelig. Wir wissen, wo Tilde Bibi ist. Ich will mit Laura telefonieren, sofort. Ja, doch. Alles zu seiner Zeit. Erst kommt die Arbeit. Du musst dir deinen Platz in Marseille kämpfen. Bis jetzt. Bist du oder was? Komm nicht in den Ton, ja? Außerdem kann Louis das sicher reparieren. Na toll. Wunderbar. Und dasselbe macht ihr mit den Verben Coupé, Marché, Entrée, Donner. Kommst du mal vor, Hakta? Hakta macht's euch vor. Durkenchi. Hier, damit kommst du zu Thierry Bibi rein. Du sagst, du gehörst zum Orden. Dann bringen sie dich zu ihr. Aber sieh dich gut um. Hallo, Michel. Hallo. Du musst sehr aufpassen. Ich halte den Anschlag auf euer Boot für einen Racheakt, Michel. Es wäre besser, du würdest dich um die Morddrohungen gegen dich kümmern. Hm? Sebastian, hm? Hals und Beinbruch. Hallo? Ja. Pozzo, ist für dich. Ja, Glück. Ach, Scheiße. Nee, mach dir keine Sorgen, wenn ich hier bin. Der redet eh nur dummes Zeug. Ja, gut. Tschüss. Ja. Was ist mit Thierry Bibi? Ja? Er hat ein bisschen Pech gehabt. Er hat nicht aufgepasst. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder. Milan! Braunspray! Violett! Was ist mit Thierry Bibi? Dem geht schon wieder ganz gut, sagt Glück. Du wirst unten am Hafen eingeteilt, in dem Gebiet zwischen Rue Paradis und Place des Moulins. Aber Vorsicht! Da arbeiten die Araber. Die schlitzen dir glatt die Kehle auf, wenn sie dich in ihrem Gebiet antreffen. Du markierst dein Gebiet so. Und dann bindst du die Streifen an Straßenlaternen, Schilder, Verkehrszeichen und so weiter und so weiter. Nicht zu auffällig, aber doch so, dass die kleinen braunen Kollegen es wahrnehmen. Ich bin doch kein Hund, der in jede Ecke pinkelt. Um zu zeigen, das ist mein Revier. Doch, in Marseille schon. Und wenn dann die kleinen braunen Kollegen kommen, weiß sie. Wo ist Thierry Bibi? Hm.
Ihre Bibi? Wie geht's? Luis. Wo ist bitte Luis? Ich weiß es nicht. Bring ihn her. Versprochen. Tiere, Bibi, das Boot, du weißt schon. Das gehörte Freunden von mir. Böse Menschen. Das Boot hat bösen Menschen gehört. Die wollen es nicht in Frieden lassen. Laura, Luis und Tiere, Bibi. Nein, wer sagt denn sowas? Das weiß Tiere, Bibi. Und woher weißt du das? Tiere, Bibi ist sicher. Er hat Augen, Ohren und eine Nase. Tiere, Bibi ist nicht mehr mein. Er ist nicht dumm. Wenn eine Laura und Luis es tut, dann verprügle ich ihn. Der Baby hat viel Kraft. Dann verprügle ich ihn. Ich will ihm doch nichts tun. Ich bin doch euer Freund. Laura und Luis sind meine Freunde. Und niemand darf meinen Freunden was tun. Ich verprügle sie alle. Alle. Sei nicht traurig, er kommt ja wieder. Unser Krankenhaus ist wohl kaum das Richtige für die weitere Behandlung des Jungen, Herr Krass. Sondern? Ich würde eine Anstalt für geistig Behinderte empfehlen. Ja, aber das kann man doch nicht machen. Haben Sie eine bessere Lösung? Ich könnte ihn sofort in unser Kolleg mitnehmen. Das ist völlig ausgeschlossen. Thierry Bibi, das ist doch sein Name. Mhm. Er sollte in einer geschlossenen Gemeinschaft leben, mit Gleichaltrigen. Mariola? Ja, ich möchte die Laura sprechen. Luis! Ja, bitte weck sie! Nein, ich kann sie jetzt unmöglich wecken, Luis. Laura hat die Nacht durchgearbeitet. Luis! Luis, wie geht es dir? Mhm. Du wirst Luis jetzt nicht sprechen. Lass sofort den Hörer los. Und mir geht es nicht gut. Nochmal anzurufen. Nicht übel, was du da gegriffen hast. Markieren die arabischen Jungen ihr Gebiet mit einem grünen Kreuz? Ja, warum? Mein L wurde übersprayt. Da musst du aber verdammt vorsichtig sein. Du bist nämlich in ihr Gebiet eingedrungen. Hm. Warte. Hey. Für dich. Danke. Ja. Laura! Woher hast du die Nummer? Ich? Nee, ich bin nicht laut. Luis, geht es dir gut?
Ja, mir geht's gut. Aber du klingst so merkwürdig. Geht's dir auch gut? Doch, es geht mir gut. Viel besser. Bestimmt, Louis. Wenn du fleißig bist und ich auch. Sag mal, lassen die dich noch am Dom betteln? Nein, ich arbeite nicht mehr am Dom. Ganz bestimmt nicht? Irgendwie klingst du merkwürdig. Geht's dir wirklich gut? Mir geht es gut, bestimmt. Aber nachts muss ich immer weinen, weil du nicht da bist. Hoffentlich... Jetzt weißt du, dass es ihm gut geht. Du kannst uns vertrauen. Aber das tut sie doch. Mir vertraut sie immer alles an. Stimmt's, Laura? Ciao. Und jetzt schlaf gut. Ab ins Bett mit dir. Warum gibst du dir so viel Mühe mit dem Leben? Weil ich alle meine Kinder liebe. Unsere Kinder. Übrigens, du weißt doch sicher, wer dieses hübsche Mädchen ist, das mit dem Priester unterwegs war. Kurz so sagt die Nichte von Monsignore Maione. Ja, dasselbe hat die Wischida auch gesagt. Warum muss die Wischida eigentlich immer überall mitmischen? Ach, ich habe ihr schon gesagt, ihre Goldschmiede muss aus der Stadt verschwinden. So. Es dürfen keine Spuren bleiben in Mailand. Ich hatte Louis verloren. Thierry Bibi wurde in ein Heim für geistig Behinderte verlegt. Hey, Sebastian, Bruder des Jammers und der Verzweiflung. Kopf hoch, Mann. Ich hab was. Was ist das, Michel? Es gibt dem Marseille eine neue Farbe. Und mein kleiner Finger verrät mir, dass diese Spur dich zu Louis führen wird. Dort in den Briefkasten, das wird ihm gezeichnet. Ah, inzwischen sogar zwei. Ich schätze fast zwei Kilo. Das will ich nicht. Nee, das will ich nicht. In München. Kinderbandenkriminalität in München. So was haben wir hier nicht. Das ist doch Zeitungsgeschwätz. So was haben wir nicht, Vater. Überhaupt nicht, Herr Kommissar. Na, wissen Sie es besser. Also, ich habe einen Studenten, der ist wie ein Jagdhund. Der behauptet so etwas. Der ist in Mailand einer organisierten Kinderbande auf die Spur gekommen und verfolgte sie jetzt sogar bis Marseille. Gott schütze uns vor geistlichen Privatdetektiven. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Die Kollegen in Köln, Berlin, Frankfurt, Hamburg, die schlagen sich mit dem Problem rum. Aber in München? Nein. Unsere Banden, die erpressen Schutzgelder, bringen jugoslawische Frauen illegal nach Deutschland. Bitte. Danke. Dann schicken sie auf eigene Rechnung als Putzfrauenkolonnen durch die Büros. Ach, widerlicher Sklavenhandel. Nebenbei noch Hehlerei. Alles in einem Topf. Sind denn in München bei der Polizei noch niemals... Kinder von ihren sogenannten Verwandten ausgelöst worden, weil sie Taschen gestohlen oder irgendetwas anderes Unrechtes getan haben? Natürlich. Meistens keine Ladendiebe, Blödheiten. Aber die Zustände wie in Köln, die haben wir hier nicht. Außerdem müssten wir sie ja wieder laufen lassen, wenn sie noch nicht 16 sind. Ihr Jagdhund soll sich in Acht nehmen in Marseille. Ich weiß. Aber mit Gottes Hilfe wird er nicht untergehen. Moment. Ja, Fischer? Sebastian, wir sprechen gerade von dir. Ja, du solltest dich mal mit deinem Fachmann unterhalten. Ich verbinde, Moment. Der Jagdhund. Hauptkommissar Körber, Kripo München. Herr Glas, passen Sie mal auf. Der Kommissar vor Ort sieht alles anders aus. Trotzdem vielen Dank.
komme ich zu dir, Louis. Jetzt hole ich mir das Fahrgeld. Guten Morgen, Pater. Guten Morgen. Der Herr sei mit. Unser Herr schenke Ihnen einen wunderschönen Tag. Um alleine zu verreisen, Laura. Man läuft nicht einfach weg. Komm. Wir können hier vorne heißt Laura. Ach, du bist der Mistbock. Hau endlich ab, verschwinde. Ja, ich kenne dich, aber ich will dich nicht kennen. Ich hätte dich nie beklauen sollen. Deinetwegen haben die Laura in der Kralle. Ich weiß ja, jetzt komm bitte mit. Lass! Eine Beklopptenanstalt gesteckt. Sie haben ihm geholfen. Toll. Bleib sitzen, habe ich nicht. Ja. Danke. Aber da passiert ihm wenigstens nichts mehr. Mistkerl, warum hast du Thierry Bibi nicht zufrieden gelassen? Warum hast du mir die Mundharmonika geschenkt? Warum? Meine Leute werden nicht... Ach, du bist ein Arsch. Okay, bin ich. Aber deine Schwester Laura, glaube ich, hat längst kapiert, dass euer Leben nichts taugt. Aber deins. Hier gibt es Brot, hier gibt es Kuchen. Hier ist das Leben gut, oder? Schmeckt's? Ich hab Laura vor dir gewarnt, Frater Noster. Idiot. Ach du Scheiße. Da mach doch mal den Dreck springen. Gut so, langsam, langsam. Hier können Sie nicht durch. Kennst du die beiden? Gut genug. Wenn wir hier wieder rausgehen, schneidet er dir die ganze Hand ab, kleiner Priester. Noch bin ich kein Priester. Dies hier, das stehen wir zusammen durch. Bring dich nicht auf, ist hier. Thank you.
Du musst deine Feinde zu deinen Verbündeten machen. Aber bitte mit Sahne. Du hast ja recht. Danke, Luis. Sebastian heißt du? Ja, Luis. Was machen wir jetzt? Bring dich in Sicherheit. Gute Freunde, Kollegen in Marseille. Vergiss es. Zeig mir lieber ein Stück deiner schönen Welt. Reichen dir da 2 bis 3 Stunden? Ich will wissen, warum Laura auf dich steht. Dich eigentlich gefunden? Was fragst du? Hat mich gefunden, weil... Dreh dich mal ganz langsam um. Da stehen 2 Typen auf der Brücke. Die sind wegen meiner arabischen Kinder da. Ich habe den Eindruck, die sind nicht einverstanden damit, dass sich jemand in ihre Angelegenheiten mischt. Und jetzt wissen sie auch, dass du in der Stadt bist. Den einen kenne ich. Er ist von Kurzos Bande. So, Leute, wir gehen langsam weiter. Morgen können wir wieder mit unserem Schiff fahren, aber jetzt müssen wir nach Hause. Nam Xiao.
Ich habe das Gefühl, dieser Louis wird dich früher finden, als du ihn meinst. Jetzt, wir fahren jetzt zum Hafen. Passt. Sag mal, du magst noch Schiffe, oder? Ja? Und wie? Dachte ich mir doch. Ich war entschlossen, Louis aufzusuchen. Ich wollte dem Jungen gegenübertreten und mit ihm reden. Doch der Kurzo achtete auf die kostbaren Kinder, auf seine Spezialisten. Er achtete auf sie wie auf sein Messer. Und was ich nicht ahnen konnte, die Bande wusste längst, dass ich in Marseille auf der Lauer lag. Haben, bleibt deine Schwester exakt an dieser Stelle. Ich verstehe sowieso nicht, wieso die Mariola, die Lischida und der Postling hier so viel Geduld mit euch haben. Ihr Schweine, ich weiß nichts von dem Priester. Warum habt ihr vorhin mehr Angst als vor der Polizei? Ach, kapalapa. Angst. Bratwurst. Sautzise Rotier. Die Polizei kannst du betrügen, aber den kleinen Bastard nicht. Und das eine will ich dir sagen. Ein einziges Wort von mir. Und deine süße kleine Schwester Laura wird vor dem Dom enden als stinkendes, ekelhaftes Bettlerweib. Und ich sag dir noch was. Thierry Bibi nehmen wir dir weg. Wo ist eigentlich die Mundharmonika her? Die lag im Zugabteil. Ja, wenigstens bist du mal ehrlich. Die Kirchenratte ist nämlich in Marseille. Luke hat ihn am Hafen gesehen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt nicht. Ich hätte es dir gesagt. Ehrlich. Vielleicht lungert er schon tagelang hier draußen rum. Du musst raus hier. Los, mach die Klamotten zusammen. Auf, los! Wo ist Thierry Bibi? Sag's mir bitte. War das vorhin ernst gemeint? Was mache ich ohne ihn? Ich will wissen, wo er ist. Na komm, beruhig dich. Wir gehören alle zu einer großen Familie. Wir sind alle zusammen. Laura, du und all die anderen. Sicher, es mag Familien geben, die herzlos sind, die ihre Kinder wegschicken, wenn sie groß sind. Das wird bei uns nicht passieren. Wir bleiben immer zusammen. Glaub's mir, Louis. So lange du ein braver Sohn und Laura eine liebe Tochter bleibst. Hm? Wo ist Thierry Bibi? Er muss doch auch mit. Schön hier, hm? Dort ist das Schiff. Ja, ja. Und du zusammen seid. Das ist Frieden? Ja, von mich und Boris. Und diese Leute wollen euch das nehmen. Die, denen das Boot da unten gehört. Das sind böse Menschen, die Ribibi. Klar? Und jetzt geht. Thank you.
nicht in Frieden. Ganz böse, böse Menschen. Kolleg, haben wir einen Raum mit Gittern vor den Fenstern. Und dann kommst du jetzt, Sebastian. Die wollen dich umbringen. Sie haben jetzt solche Angst, dass sie auch schon ihre eigenen Leute umbringen. Du gehst auf keinen Fall mehr in die Stadt, bis zu deinem Rückflug nach München. Du bist für meine Sicherheit nicht verantwortlich. Okay, meinetwegen. Aber dann wirst du so freundlich sein und ein neues Boot kaufen für das Kolleg. Ich schütze meinen Freund Thierry Bibi und meinen Bruder Louis. Mach doch bitte, dass ich ihn bald mal sehen kann. Oder dass er mir schreibt. Oder wenigstens mal telefoniert. Obwohl er natürlich kein Geld hat zum Telefonieren. Aber Louis kann mit jedem Telefon telefonieren, wohin er will. Louis kennt eine Menge Tricks. Hilf ihm dabei. Also wenn du magst. Amen. So, okay. Du siehst, dass ich versuche, dir jeden nur möglichen Wunsch zu erfüllen, ne? Morgen möchte ich wieder in die Kirche gehen. Übermorgen auch. So lange, bis ich was von Louis höre. Na, dann hoffen wir mal für alle, dass du nicht zu lange zum heiligen Vito beten musst. Ich bete jeden Abend sowieso. Das möchte ich meinen. So habe ich euch das schließlich auch beigebracht. Komm jetzt. Hier bist du sicherer als unten am Hafen. Und hier bist du auch im Schoß der Familie. Hm. Ist doch schön hier, oder? Ja. Na, ich hatte es früher nicht so schön. Nur sei nicht so muffelig. Wir wissen, wo Tilde Bibi ist. Ich will mit Laura telefonieren, sofort. Ja, doch. Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Pater Rektor Johannes Fischer gestattete mir, meine Semesterferien in Mailand zu verbringen. Die drei Kinder, Thierry Bibi, Laura und Louis, hatten mich vor einigen Wochen in Mailand beraubt. Seither war ihr Schicksal und meins verknüpft. Sie gehören einer Kinderbande an, die von erwachsenen Gaunern wie der Mariola organisiert wurde. Der Poissonnier war der Chef der Bande. Er, also der Fischhändler, sorgte auch für Nachschub an Kindern. Teilweise kaufte er sie armen Eltern ab, es war aber nicht ausgeschlossen, dass er von der Straße weg oder von Flughäfen Kinder entführte. Der Journalist Molini hatte mir wichtige Hinweise gegeben, bevor er durch ein Attentat der Vishida schwer verletzt wurde. Er konnte entfliehen. Laura bat mich, ich solle sie, Louis und ihre anderen Freunde nicht verraten. Was verraten? Dass die Kinder misshandelt und ausgebeutet wurden? Ich wollte die Kinder aus diesem Teufelskreis befreien. Dazu benötigte ich allerdings die Hilfe der Kinder. Halt nicht! Laura! Sebastian! Louis wurde sofort nach Marseille geschickt,
als die Verbrecher merkten, dass Laura mich, den kleinen Priester, nicht als Feind betrachten wollte. Sie blieb in Mailand als Faustpfand zurück. Woher hast du die? Wann hast du die gekauft? Die Bibi hat doch überhaupt kein Geld. Sie muss von jemand anderem sein. Von Laura? Nein, von dem Typen. Du weißt schon, der Mann, der in der Kirche wohnt. Er weiß das mit der Mutter Monika. Aber dem Kurz habe ich nichts davon erzählt. Er ist böse. Im selben Zug wie die beiden Jungen saß auch ich. Denn ich hatte Thierry Bibi und Kurze in der Kirche belauscht und wusste von der Reise nach Marseille. Ich wollte die Kinder retten. Wie? Das wusste ich allerdings nicht genau. Sebastian Grass? Ja? Willkommen in Marseille. Entschuldigung. Pater Johannes Fischer macht sich schon verdammt Sorgen um dich, mein Junge. Du solltest deinem Vorgesetzten vielleicht etwas häufiger berichten, wie es dir geht, bevor er dann irgendwelche Horrornachrichten erfährt. Ich bin Pierre Michel. Aha. Und vom selben Verein wie du. Herzlich willkommen. Ich habe eine Spur, Michel. Weißt du überhaupt, worum es geht? Ja, natürlich. Monsignore Maione hat schon am Telefon mit mir rumgebrüllt. Und eine Giuliana hat mich beauftragt, lieb zu dir zu sein. Und Pater Johannes Fischer in München sollst du umgehend zurückrufen. Los, jetzt mit der Ruhe, Freund. Nach 200 Metern stehen wir sowieso voll im Stau. Da geht um diese Zeit in dieser Weltstadt gar nichts mehr. Und deine Freunde finden wir später auch wieder. Ja, mein Holz. Sag mal, Freund Sebastian, in Mailand musst du ja ganz schön in die Scheiße gegriffen haben, hä? Bitte was? Dein Chef ist jedenfalls nicht sehr begeistert, glaube ich. Hier, setz den mal auf, sonst erkennen sie dich gleich. München, Mailand, Marseille. Alles traumhafte Städte. Aber leider hat unser Herrgott auch da ein paar faule Eier ins Nest gelegt. Wahrscheinlich, damit wir uns nicht zu sehr langweilen. Helm als Tarnung, jetzt könnte ich auch ein Auto knacken. Ich verhungert. Salut. Der Luc hält uns für blöd. Ich kann doch die Tür öffnen. Wer sind wir denn? Lassen wir uns einsperren? Naja, siehste. Bitte, Luis, spiel für Thierry Bibi.
bitte was, als Louis und ich noch ganz klein waren. So wie das neue Baby. Oh Madonna, das habe ich dir doch bestimmt schon 100 Mal erzählt. Mindestens. Aber immer irgendwie anders. Schon möglich. Sonst würde es ja auch ein bisschen langweilig, oder? Ich hatte in Mailand dem Monsignore Maione und auch Giuliana versprochen, mich sofort aus Marseille bei ihnen zu melden. Nein, nein, ich will dir keine Vorschriften machen. Du, pass auf, das Geld geht zu Ende. Ja, okay, ja. Ciao, Giuliana. Giuliana, hm? Ja. Ist sie hübsch? Ja. Mir hat schon die Stimme gefallen. Hattest du schon eine Freundin? Naja, davor. Ich meine, bevor du Jesuit geworden bist. Michel, der Kurze. Den Typen würde ich mir vom Leib halten, der sieht übel aus. Wieso? Ohne sein Messer ist da eine Null. Ja, das sagt man von einem Metzger auch. Nur handelt es sich bei einem Metzger um einen Ehrenmann. Hast du solche Leute schon kennengelernt in Algerien? Und wie? Ist mal. Mitten in der Nacht. Ja, ja. Ja. Laura! Woher hast du die Nummer? Ich? Nee, ich bin nicht laut. Louis, geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Aber du klingst so merkwürdig. Geht's dir auch gut? Doch, es geht mir gut. Viel besser. Bestimmt, Louis. Wenn du fleißig bist und ich auch. Sag mal, lassen die dich noch am Dom betteln? Nein, ich arbeite nicht mehr am Dom. Ganz bestimmt nicht? Irgendwie klingst du merkwürdig. Geht's dir wirklich gut? Mir geht es gut, bestimmt. Aber nachts muss ich immer weinen, weil du nicht da bist. Hoffentlich. Jetzt weißt du, dass es ihm gut geht. Du kannst uns vertrauen. Aber das tut sie doch. Mir vertraut sie immer alles an. Stimmt's, Laura? Ciao. Und jetzt schlaf gut. Ab ins Bett mit dir. Warum gibst du dir so viel Mühe mit dem Leben? Weil ich alle meine Kinder liebe. Unsere Kinder. Übrigens, du weißt doch sicher, wer dieses hübsche Mädchen ist, das mit dem Priester unterwegs war. Kurz so sagt die Nichte von Monsignore Maione. Ja, dasselbe hat die Vichy da auch gesagt. Warum muss die Vichy da eigentlich immer überall mitmischen? Ah, ich habe ihr schon gesagt, ihre Goldschmiede muss aus der Stadt verschwinden. So. Es dürfen keine Spuren bleiben in Mailand. Ich hatte Louis verloren. Thierry Bibi wurde in ein Heim für geistig Behinderte verlegt. Hey, Sebastian, Bruder des Jammers und der Verzweiflung. Kopf hoch, Mann. Ich hab was. Was ist das, Michel? Es gibt in Marseille eine neue Farbe. Und mein kleiner Finger verrät mir, dass diese Spur dich zu Louis führen wird. Dort in den Briefkasten, zwischen den Bezeichnungen. Ah, inzwischen sogar zwei. Fast 2 Kilo. Nee, das schon. In München. Kinderbandenkriminalität in München. Sowas haben wir hier nicht. Das ist doch Zeitungsgeschwätz. Sowas haben wir nicht, Pater. Überhaupt nicht, Herr Kommissar. Na, wissen Sie es besser. Also, ich habe
einen Studenten. Der ist wie ein Jagdhund. Der behauptet so etwas. Der ist im Mailand einer organisierten Kinderbande auf die Spur gekommen und verfolgte sie jetzt sogar bis Marseille. Gott schütze uns vor geistlichen Privatdetektiven. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Die Kollegen in Köln, Berlin, Frankfurt, Hamburg, die schlagen sich mit dem Problem rum. Aber in München? Nein. Unsere Banden, die erpressen Schutzgelder, bringen jugoslawische Frauen illegal nach Deutschland. Bitte. Danke. Dann schicken sie auf eigene Rechnung als Putzfrauenkolonnen durch die Büros. Ach, widerlicher Sklavenhandel. Nebenbei noch Hehlerei. Alles in einem Topf. Sind denn in München bei der Polizei noch niemals Kinder von ihren sogenannten Verwandten ausgelöst worden, weil sie Taschen gestohlen oder irgendetwas anderes Unrechtes getan haben? Natürlich. Meistens kleine Ladendiebe, Blödheiten. Aber die Zustände wie in Köln, die haben wir hier nicht. Also die müssten wir sie ja wieder laufen lassen, wenn sie noch nicht 16 sind. Ihr Jagdhund soll sich in Acht nehmen in Marseille. Ich weiß. Aber mit Gottes Hilfe wird er nicht untergehen. Moment. Ja, Fischer? Sebastian, wir sprechen gerade von dir. Ja, du solltest dich mal mit deinem Fachmann unterhalten. Ich verbinde, Moment. Der Jagdhund. Hauptkommissar Körber, Kripo München. Herr Glas, passen Sie mal auf. Der Kommissar vor Ort sieht alles anders aus. Trotzdem vielen Dank. Zu dir, Louis. Jetzt hole ich mir das Fahrgeld. Guten Morgen, Pater. Guten Morgen. Der Herr sei mit. Unser Herr schenke Ihnen einen wunderschönen Tag. Um alleine zu verreisen, Laura. Man läuft nicht einfach weg. Komm. Kennst du mich nicht? Du bist Louis. Deine Schwester heißt Laura.
Ach, du bist der Mistbock. Hau endlich ab, verschwinde. Ja, ich kenne dich, aber ich will dich nicht kennen. Ich hätte dich nie beklauen sollen. Deinetwegen haben die Laura in der Kralle. Ich weiß ja, jetzt komm bitte mit. Lass! Ich habe Nachricht von Chirigiri. Und? Wo ist er? Es geht ihm gut. Wo ist er? Er ist in einer Anstalt für geistige Behinderte. Gut, Sie haben ihn in eine Beklopptenanstalt gesteckt. Aber ich fürchte, diese Erfahrung musst du schon selber machen. Da kann ich dir nicht helfen. Sehr beruhigend, Herr Lehrer. Danke, Kotzo, alles klar. So, jetzt muss ich mal wieder zu meinen arabischen Kindern. Danke, ich komme schon allein zurecht. Dir wird nichts anderes übrig bleiben. Uns kannst du nicht einsperren. Das hättest du auch deinem Freund Glück sagen sollen. Diese Tür konnte ich schon mit 6 Jahren öffnen. Konntest du ja schon deinen Hosenstall öffnen? Na, jetzt aber. Und? Sonst? Wie gefällt euch Marseille? Starke Jungs, schöne Mädchen, aber schwere Konkurrenz für euch. Und das Meer, Luis, da wolltest du doch immer mal hin? Laura auch, aber nicht an dieses Meer, weiter weg, nach Rio zum Beispiel. Naja, sicher. Wenn du spurst, kann Laura dich ja auch besuchen. Wenn nicht, nicht. Aha. Härtetipp. Ganz trickreich. Kurzo, hast du dir hier deine Fresse polieren lassen? Laura soll mich nicht besuchen, sie soll bei mir sein. Wir gehören zusammen. Ohne Laura sind Thierry Bibi und ich nur die Hälfte wert. Ach, Philosophie. Ein Messer und eine Gabel nennt man zusammen zwar ein Besteck. Aber getrennt bleibt das eine ein Messer und das andere eine Gabel. Mit dem einen kannst du schneiden, mit dem anderen stechen. Du bist unser Messer, Laura ist unsere Gabel. Gut, ne? Wo sind denn eigentlich eure Pässe? Pass. Was soll das? Die sind doch sowieso falsch. Die habt ihr 2 Jahre jünger gemacht und ich heiße jetzt Brunner. Nee, nee. Die sind schon echt. Nur die Eintragungen sind falsch. Thierry Bibi, du bist jetzt erwachsen. Du passt auf ihn auf, klar? Klar? Mhm. Du machst zwar nichts, aber du lässt ihn nicht aus den Augen. So, jetzt mir nach. Ich zeig euch Marseille. Wo ist mein Wörterbuch? Ich brauche 5 Minuten. Ja, das ist ein Auslandsgespräch. Auslands. Also, Sie verstehen mich nicht. Ach, Mensch. Ja, wie sollen Sie? Ich brauche nur. Meine Mutter ist am Telefon. Es ist wirklich ganz wichtig. Ja, Sie brauchen sich doch nicht gleich aufzuregen. Das kann man doch auch so regeln. Ja, warum? Es gibt doch so viele Telefonzellen hier in Marseille. Da ist der Klops gerade in meiner. Zu meiner Telefon. Ja, Sie müssen. Entschuldigen, es geht doch. Lassen Sie mich doch 5 Minuten auftelefonieren. Es ist doch. Es wird doch. Ich brauche. Lass es los.
hast doch vorhin Mundharmonika gespielt. Wo ist denn die her? Ach, wie süß. Von Laura zum Abschied, ja? Oder hatte sie von jemand anderem? Hm? Nicht zufällig von einem Mann, der in der Kirche wohnt? Nein, in der Kirche, kennst du doch. Hm. Hör zu, du. Treib kein Scheißspiel mit mir, ja? Denk daran, wir haben die Gabel, die dich sticht. Du musst mir jetzt alles sagen. Wer ist dieser Typ? Wer ist der Mann, der in der Kirche wohnt? Ist es der Freund von Laura? Ist es der kleine Priester? Red schon, ich hab Angst. Bleiben, bis du uns verrätst, wo der kleine Priester steckt. Du weißt es doch. Ich belauerte nach wie vor das Haus in Marseille. Jetzt schon den zweiten Tag. Von Louis und Thierry Bibi sah ich nichts. Auch Kurzos Auto war auf wundersame Weise verschwunden. Ich bin eben kein Profi. Die Kinder waren mir entwischt. Sie werden es dir wegnehmen. Wie? Was? Dein Leben. Der Kurz ist ein böser Mensch. Psst. Warte! Hast du mal Feuer? Ich bin nicht Raucher. Nicht Raucher. In Ordnung. Ja, ja, ich erkläre ihm das. Bis bald, salut. Es wird auch Zeit. Kommt mit. So, Louis, da steht deine Maschine. Die schafft locker 70 Sachen. Ich habe gehört, in Mailand warst du der Beste auf dem Mofa. Ja, ja, das stimmt. Louis ist der Beste. Louis! Pass mal auf. Kein Schmuck, keine Handtaschen mehr. Ende. Du bist nicht gut genug. Mhm. Du arbeitest mit dem Mofa. Und wenn du schlau bist, bist du schnell. Ja, ja. Hier muss man Auge haben. Darf ich mal meine Schwester anrufen? Meine Schwester? Ich meine, das ist ein Ferngespräch, Louis. Das ist verdammt teuer. Mach erst mal 5 Autos leer, dann können wir drüber reden. Ja? Ab jetzt. Na los, fahr schon. Dauernd erzählt. Ist unserer Gendarmerie hier kein Begriff. Aber ein Freund von mir bei der Polizei wäre bereit, ihn Louis bei der nächsten Gelegenheit hochzunehmen. Wenn du das gut findest. Ja, zumindest komme ich dann mal an Louis heran. Warum hast du eigentlich nicht Thierry Bibi gefragt? Warum hast du den überhaupt wieder laufen lassen? Sag mal, was glaubst du? Wir... Alles zu seiner Zeit. Erst kommt die Arbeit. Du musst dir deinen Platz in Marseille erkämpfen. Bis jetzt. Bist du oder was? Komm nicht in den Ton, ja? Außerdem kann Louis das sicher reparieren. Na toll.
Und dasselbe macht ihr mit den Verben Coupé, Marché, Entrée, Donné. Kommst du mal vor, Hakta? Hakta macht's euch vor. Durkenchi. Hier, damit kommst du zu Thierry Bibi rein. Du sagst, du gehörst zum Orden. Dann bringen sie dich zu ihr. Aber sieh dich gut um. Hallo, Michel. Hallo. Du musst sehr aufpassen. Ich halte den Anschlag auf euer Boot für einen Racheakt, Michel. Es wäre besser, du würdest dich um die Morddrohungen gegen dich kümmern. Hm? Sebastian, hm? Hals und Beinbruch. Hallo? Ja. Corso, ist für dich. Ja, Glück. Ach, Scheiße. Nee, mach dir keine Sorgen, den Kerl, Bibi. Der redet eh nur dummes Zeug. Ja, gut. Tschüss. Ja. Was ist mit Kerl, Bibi? Ja? Hat ein bisschen Pech gehabt. Hat nicht aufgepasst. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder. Milan! Frauenspray! Violett! Was ist mit Cheribibi? Dem geht schon wieder ganz gut, sagt Glück. Du wirst unten am Hafen eingeteilt, in dem Gebiet zwischen Rue Paradis und Place des Moulins. Aber Vorsicht! Da arbeiten die Araber. Die schlitzen dir glatt die Kehle auf, wenn sie dich in ihrem Gebiet antreffen. Du markierst dein Gebiet so. Und dann bindst du die Streifen an Straßenlaternen, Schilder, Verkehrszeichen und so weiter und so weiter. Nicht zu auffällig, aber doch so, dass die kleinen braunen Kollegen es wahrnehmen. Ich bin doch kein Hund, der in jede Ecke pinkelt. Um zu zeigen, das ist mein Revier. Doch, in Marseille schon. Und wenn dann die kleinen braunen Kollegen kommen, weiß sie. Wo ist Thierry Bibi? Versprochen. Thierry Bibi, das Boot, du weißt schon. Das gehörte Freunden von mir. Böse Menschen. Das Boot hat bösen Menschen gehört. Die wollen es nicht in Frieden lassen. Laura, Luis und Thierry Bibi. Nein, wer sagt denn sowas? Das weiß Thierry Bibi. Und woher weißt du das? Thierry Bibi ist sicher. Er hat Augen, Ohren und eine Nase. Thierry Bibi ist nicht mehr meins. Er ist nicht dumm. Wenn eine Laura und Luis es tut, dann verprügle ich ihn. Der Baby hat viel Kraft. Dann verprügle ich ihn. Ich will ihm doch nichts tun. Ich bin doch euer Freund. Laura und Luis
Es sind meine Freunde. Und niemand darf meinen Freunden was tun. Ich verprügle sie alle. Alle. Sei nicht traurig, er kommt ja wieder. Unser Krankenhaus ist wohl kaum das Richtige für die weitere Behandlung des Jungen, Herr Krass. Sondern? Ich würde eine Anstalt für geistig Behinderte empfehlen. Ja, aber das kann man doch nicht machen. Haben Sie eine bessere Lösung? Ich könnte ihn sofort in unser Kolleg mitnehmen. Das ist völlig ausgeschlossen. Thierry Bibi, das ist doch sein Name. Er sollte in einer geschlossenen Gemeinschaft leben, mit Gleichaltrigen. Mariola? Ja, ich möchte die Laura sprechen. Luis! Ja, bitte weck sie! Nein, ich kann sie jetzt unmöglich wecken, Luis. Laura hat die Nacht durchgearbeitet. Luis, Luis, wie geht es dir? Du wirst Luis jetzt nicht sprechen. Lass sofort den Hörer los. Und mir geht es nicht gut. Nochmal anzurufen. Nicht übel, was du da gegriffen hast. Markieren die arabischen Jungen ihr Gebiet mit einem grünen Kreuz? Ja, warum? Mein L wurde übersprayt. Da musst du aber verdammt vorsichtig sein. Du bist nämlich in ihr Gebiet eingedrungen. Warte. Hey! Für dich. Danke. Ich schütze meinen Freund Thierry Bibi und meinen Bruder Luis. Mach doch bitte, dass ich ihn bald mal sehen kann. Oder dass er mir schreibt. Oder wenigstens mal telefoniert. Obwohl er natürlich kein Geld hat zum Telefonieren. Aber Luis kann mit jedem Telefon telefonieren, wohin er will. Luis kennt eine Menge Tricks. Hilf ihm dabei. Also wenn du magst. Amen. So, okay. Du siehst, dass ich versuche, dir jeden nur möglichen Wunsch zu erfüllen, ne? Morgen möchte ich wieder in die Kirche gehen. Übermorgen auch. So lange, bis ich was von Luis höre. Na, dann hoffen wir mal für alle, dass du nicht zu lange zum heiligen Vito beten musst. Ich bete jeden Abend sowieso. Das möchte ich meinen. So habe ich euch das schließlich auch beigebracht. Komm jetzt. Hier bist du sicherer als unten am Hafen. Und hier bist du auch im Schoß der Familie. Hm. Ist doch schön hier, oder? Ja. Na, ich hatte früher nicht so schön. Nur sei nicht so muffelig. Ich will mit Laura telefonieren, sofort. Ja, doch. Alles zu seiner Zeit. Erst kommt die Arbeit. Du musst dir deinen Platz in Marseille erkämpfen. Bis jetzt! Bist du oder was?
Komm nicht mit dem Ton, ja? Außerdem kann Louis das sicher reparieren. Und dasselbe macht ihr mit den Verben Coupé, Marché, Entrée, Donné. Kommst du mal vor, Hakta? Hakta macht's euch vor. Durkenschi. Hier, damit kommst du zu Thierry Bibi rein. Du sagst, du gehörst zum Orden. Dann bringen sie dich zu ihr. Aber sieh dich gut um. Hallo, Michel. Hallo. Du musst sehr aufpassen. Ich halte den Anschlag auf euer Boot für einen Racher, Michel. Es wäre besser, du würdest dich um die Morddrohungen gegen dich kümmern. Hm? Sebastian, Hals- und Beinbruch. Hallo? Ja. Corzo, ist für dich. Ja, Lüth. Scheiße. Nee, mach dir keine Sorgen, wenn ich hier bin. Der redet eh nur dummes Zeug. Ja. Gut. Tschüss. Ja. Was ist mit Thierry Bibi? Ja? Hat ein bisschen Pech gehabt. Hat nicht aufgepasst. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder. Milan! Braunspray! Violett! Was ist mit Thierry Bibi? Dem geht schon wieder ganz gut, sagt Glück. Du wirst unten am Hafen eingeteilt, in dem Gebiet zwischen Rue Paradis und Place des Moulins. Aber Vorsicht, da arbeiten die Araber. Die schlitzen dir glatt die Kehle auf, wenn sie dich in ihrem Gebiet antreffen. Du markierst dein Gebiet so. Und dann bindst du die Streifen an Straßenlaternen, Schilder, Verkehrszeichen und so weiter und so weiter. Nicht zu auffällig, aber doch so, dass die kleinen braunen Kollegen es wahrnehmen. Ich bin doch kein Hund, der in jede Ecke pinkelt, um zu zeigen, das ist mein Revier. Doch, in Marseille schon. Und wenn dann die kleinen braunen Kollegen kommen, weiß sie. Wo ist Thierry Bibi? Versprochen. Thierry Bibi, das Boot, du weißt schon. Das gehörte Freunden von mir. Böse Menschen. Das Boot hat bösen Menschen gehört. Die wollen es nicht in Frieden lassen.
Laura, Luis und Thierry Bibi. Nein, wer sagt denn sowas? Das weiß Thierry Bibi. Und woher weißt du das? Thierry Bibi ist sicher. Er hat Augen, Ohren und eine Nase. Thierry Bibi ist nicht wie er meint. Er ist nicht dumm. Wenn eine Laura und Luis es tut, dann verprügle ich ihn. Thierry Bibi hat viel Kraft. Dann verprügle ich ihn. Ich will ihm doch nichts tun. Ich bin doch euer Freund. Laura und Luis sind meine Freunde. Und niemand darf meinen Freunden was tun. Ich verprügle sie alle. Alle. Sei nicht traurig, er kommt ja wieder. Unser Krankenhaus ist wohl kaum das Richtige für die weitere Behandlung des Jungen, Herr Krass. Sondern? Ich würde eine Anstalt für geistig Behinderte empfehlen. Ja, aber das kann man doch nicht machen. Haben Sie eine bessere Lösung? Ich könnte ihn sofort in unser Kolleg mitnehmen. Das ist völlig ausgeschlossen. Thierry Bibi, das ist doch sein Name. Mhm. Er sollte in einer geschlossenen Gemeinschaft leben, mit Gleichaltrigen. Ich heiße Sebastian Krass, studiere Theologie und Philosophie in München und bin Jesuit. Pater Rektor Johannes Fischer gestattete mir, meine Semesterferien in Mailand zu verbringen. Die drei Kinder, Thierry Bibi, Laura und Luis, hatten mich vor einigen Wochen in Mailand beraubt. Seither war ihr Schicksal und meins verknüpft. Spinnst du? Sie gehören einer Kinderbande an, die von erwachsenen Gaunern wie der Mariola organisiert wurde. Der Poissonnier war der Chef der Bande. Er, also der Fischhändler, sorgte auch für Nachschub an Kindern. Teilweise kaufte er sie armen Eltern ab, es war aber nicht ausgeschlossen, dass er von der Straße weg oder von Flughäfen Kinder entführte. Der Journalist Molini hatte mir wichtige Hinweise gegeben, bevor er durch ein Attentat der Vichida schwer verletzt wurde. Er konnte entfliehen. Laura bat mich, ich solle sie, Luis und ihre anderen Freunde nicht verraten. Was verraten? Dass die Kinder misshandelt und ausgebeutet wurden? Ich wollte die Kinder aus diesem Teufelskreis befreien. Dazu benötigte ich allerdings die Hilfe der Kinder. Halt nicht! Laura! Sebastian! Luis wurde sofort nach Marseille geschickt, als die Verbrecher merkten, dass Laura mich, den kleinen Priester, nicht als Feind betrachten wollte. Sie blieb in Mailand als Faustpfand zurück. Oh. Woher hast du die? Wann hast du die gekauft? Thierry Bibi hat doch überhaupt kein Geld. Sie muss von jemand anderem sein. Von Laura? Nein, von dem Typen. Du weißt schon, der Mann, der in der Kirche wohnt. Er weiß das mit der Mutter Monika. Aber dem Kurz habe ich nichts davon erzählt. Er ist böse. Im selben Zug wie die beiden Jungen saß auch ich. Denn ich hatte Thierry Bibi und Kurz in der Kirche belauscht und wusste von der Reise nach Marseille. Ich wollte die Kinder retten. Wie? Das wusste ich allerdings nicht genau. Mhm. Willkommen in Marseille.
Zeit. Komm schon. Sebastian Krass? Ja? Willkommen in Marseille. Entschuldigung. Pater Johannes Fischer macht sich schon verdammt Sorgen um dich, mein Junge. Du solltest deinem Vorgesetzten vielleicht etwas häufiger berichten, wie es dir geht, bevor er dann irgendwelche Horrornachrichten erfährt. Ich bin Pierre Michel. Aha. Und vom selben Verein wie du. Herzlich willkommen. Ich habe eine Spur, Michel. Weißt du überhaupt, worum es geht? Ja, natürlich. Monsignore Maione hat schon am Telefon mit mir rumgebrüllt. Und eine Giuliana hat mich beauftragt, lieb zu dir zu sein. Und Pater Johannes Fischer in München sollst du umgehend zurückrufen. Los, geh mal mit der Ruhe, Freund. Nach 200 Metern stehen wir sowieso voll im Stau. Da geht um diese Zeit in dieser Weltstadt gar nichts mehr. Und deine Freunde finden wir später auch wieder. Hier, mein Holz. Sag mal, Freund Sebastian, in Mailand musst du ja ganz schön in die Scheiße gegriffen haben, hä? Bitte was? Dein Chef ist jedenfalls nicht sehr begeistert, glaube ich. Hier, setz den mal auf, sonst erkennen sie dich gleich. München, Mailand, Marseille. Alles traumhafte Städte. Aber leider hat unser Herrgott auch da ein paar faule Eier ins Nest gelegt. Wahrscheinlich, damit wir uns nicht zu sehr langweilen. Helm als Tarnung, jetzt könnte ich auch ein Auto knacken. Damit er nicht verhungert. Salut. Der Luc hält uns für blöd. Ich kann doch die Tür öffnen. Wer sind wir denn? Lassen wir uns einsperren? Mm-mm. Naja, siehste. Bitte, Luis, spiel für Thierry Bibi. Bitte was, als Luis und ich noch ganz klein waren. So wie das neue Baby. Oh Madonna, das habe ich dir doch bestimmt schon 100 Mal erzählt. Mindestens. Aber immer irgendwie anders. Schon möglich. Sonst würde es ja auch ein bisschen langweilig, oder? Ich hatte in Mailand dem Monsignore Maione und auch Giuliana versprochen, mich sofort aus Marseille bei ihnen zu melden. Nein, nein, ich will dir keine Vorschriften machen. Du, pass auf, das Geld geht zu Ende. Ja, okay, ja. Ciao, Giuliana. Giuliana, Ja. Ist sie hübsch? Ja. Mir hat schon die Stimme gefallen. Thank you.
Mariola? Ja, ich möchte die Laura sprechen. Luis! Ja, bitte weck sie! Nein, ich kann sie jetzt unmöglich wecken, Luis. Laura hat die Nacht durchgearbeitet. Luis, Luis, wie geht es dir? Du wirst Luis jetzt nicht sprechen. Lass sofort den Hörer los. Und mir geht nicht gut. Nochmal anzurufen. Nicht übel, was du da gegriffen hast. Markieren die arabischen Jungen ihr Gebiet mit einem grünen Kreuz? Ja, warum? Mein L wurde übersprayt. Da musst du aber verdammt vorsichtig sein. Du bist nämlich in ihr Gebiet eingedrungen. Hm. Warte. Hey. Für dich. Danke. Laut. Luis, geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Aber du klingst so merkwürdig. Geht's dir auch gut? Doch, es geht mir gut. Viel besser. Bestimmt, Luis. Wenn du fleißig bist und ich auch. Sag mal, lassen die dich noch am Dom betteln? Nein, ich arbeite nicht mehr am Dom. Ganz bestimmt nicht? Irgendwie klingst du merkwürdig. Geht's dir wirklich gut? Mir geht es gut, bestimmt. Aber nachts muss ich immer weinen, weil du nicht da bist. Hoffentlich... Jetzt weißt du, dass es ihm gut geht. Du kannst uns vertrauen. Aber das tut sie doch. Mir vertraut sie immer alles an. Stimmt's, Laura? Hm. Ciao. Und jetzt schlaf gut. Ab ins Bett mit dir. Warum gibst du dir so viel Mühe mit ihm? Weil ich alle meine Kinder liebe. Unsere Kinder. Hm. Übrigens, du weißt doch sicher, wer dieses hübsche Mädchen ist, das mit dem Priester unterwegs war. Kurz so sagt die Nichte von Monsignore Maione. Ja. Dasselbe hat die Wischi da auch gesagt. Warum muss die Wischi da eigentlich immer überall mitmischen? Ach, ich habe ihr schon gesagt, ihre Goldschmiede muss aus der Stadt verschwinden. So. Es dürfen keine Spuren bleiben in Mailand. Ich hatte Luis verloren. Thierry Bibi wurde in ein Heim für geistig Behinderte verlegt. Hey, Sebastian, Bruder des Jammers und der Verzweiflung. Kopf hoch, Mann. Ich hab was. Was ist das, Michel? Es gibt dem Marseille eine neue Farbe. Und mein kleiner Finger verrät mir, dass diese Spur dich zu Luis führen wird. Dort in den Briefkasten, zum bestimmten Zeichen. Ah, inzwischen sogar zwei. Ich schätze fast 2 Kilo. Was soll ich? Nee, das schon. Vielen Dank. In München. Kinderbandenkriminalität in München. So was haben wir hier nicht. Das ist doch Zeitungsgeschwätz. So was haben wir nicht, Vater. Überhaupt nicht, Herr Kommissar. Na, wissen Sie es besser. Also, ich habe einen Studenten, der ist wie ein Jagdhund. Hm. Der behauptet so etwas. Der ist in Mailand einer organisierten Kinderbande auf die Spur gekommen und verfolgte sie jetzt sogar bis Marseille.
Gott schütze uns vor geistlichen Privatdetektiven. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Die Kollegen in Köln, Berlin, Frankfurt, Hamburg, die schlagen sich mit dem Problem rum. Aber in München? Nein. Unsere Banden, die erpressen Schutzgelder, bringen jugoslawische Frauen illegal nach Deutschland. Bitte. Danke. Dann schicken sie auf eigene Rechnung als Putzfrauenkolonnen durch die Büros. Ach, widerlicher Sklavenhandel. Nebenbei noch Hehlerei. Alles in einem Topf. Sind denn in München bei der Polizei noch niemals Kinder von ihren sogenannten Verwandten ausgelöst worden, weil sie Taschen gestohlen oder irgendetwas anderes Unrechtes getan haben? Natürlich. Meistens keine Ladendiebe, Blödheiten. Aber die Zustände wie in Köln, die haben wir hier nicht. Also die müssten wir sie ja wieder laufen lassen, wenn sie noch nicht 16 sind. Ihr Jagdhund soll sich in Acht nehmen in Marseille. Ich weiß. Aber mit Gottes Hilfe wird er nicht untergehen. Moment. Ja, Fischer? Sebastian, wir sprechen gerade von dir. Ja, du solltest dich mal mit deinem Fachmann unterhalten. Ich verbinde, Moment. Der Jagdhund. Hauptkommissar Körber, Kripo München. Herr Glas, passen Sie mal auf. Der Kommissar vor Ort sieht alles anders aus. Trotzdem vielen Dank. Komme zu dir, Louis. Jetzt hole ich mir das Fahrgeld. Guten Morgen, Pater. Guten Morgen. Der Herr sei mit. Unser Herr schenke Ihnen einen wunderschönen Tag. Hattest du schon eine Freundin? Naja, davor. Ich meine, bevor du Jesuit geworden bist. Michel, der Kurze. Den Typen würde ich mir vom Leib halten, der sieht übel aus. Wieso? Ohne sein Messer ist da eine Null. Ja, das sagt man von einem Metzger auch. Nur handelt es sich bei einem Metzger um einen Ehrenmann. Hast du solche Leute schon kennengelernt in Algerien? Und wie? Aber ich fürchte, diese Erfahrung musst du schon selber machen. Da kann ich dir nicht helfen. Sehr beruhigend, Herr Lehrer. Danke, Kotzo, alles klar. So, jetzt muss ich mal wieder zu meinen arabischen Kindern. Danke, ich komme schon allein zurecht. Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Uns kannst du nicht einsperren. Das hättest du auch deinem Freund Glück sagen sollen. Diese Tür konnte ich schon mit 6 Jahren öffnen. Konntest du ja schon deinen Hosenstall öffnen? Na, jetzt aber. Und? Sonst? Wie gefällt euch Marseille? Starke Jungs, schöne Mädchen, aber schwere Konkurrenz für euch. Und das Meer, Luis, da wolltest du doch immer mal hin? Laura auch, aber nicht an dieses Meer. Weiter weg, nach Rio zum Beispiel. Naja, sicher. Wenn du spurst, kann Laura dich ja auch besuchen. Wenn nicht, nicht. Aha, Härtetipp. Ganz trickreich. Kurz, so hast du dir hier deine Fresse polieren lassen? Laura soll mich nicht besuchen, sie soll bei mir sein. Wir gehören zusammen. Ohne Laura sind Thierry Bibi und ich nur die Hälfte wert. Ach, Philosophie.
ein Messer und eine Gabel nennt man zusammen zwar ein Besteck, aber getrennt bleibt das eine ein Messer und das andere eine Gabel. Mit dem einen kannst du schneiden, mit dem anderen stechen. Du bist unser Messer, Laura ist unsere Gabel. Gut, ne? Wo sind denn eigentlich eure Pässe? Pass. Was soll das? Die sind doch sowieso falsch. Ihr habt mich 2 Jahre jünger gemacht und ich heiße jetzt Brunner. Nee, nee. Die sind schon echt. Nur die Eintragungen sind falsch. Thierry Bibi, du bist jetzt erwachsen. Du passt auf ihn auf, klar? Klar? Mhm. Du machst zwar nichts, aber du lässt ihn nicht aus den Augen. So, jetzt mir nach. Ich zeig euch Marseille. Wo ist mein Wörterbuch? Ich brauche 5 Minuten. Ja, das ist ein Auslandsgespräch. Auslands. Also, ich verstehe mich nicht. Ach, Mensch. Ja, wie sollen Sie mich? Ich brauche nur. Meine Mutter ist am Telefon. Und es ist wirklich ganz wichtig. Ja, ich brauche mich doch nicht gleich aufzuregen. Das kann man doch auch so regeln. Ja, warum? Es gibt doch so viele Telefonzellen hier in Marseille. Da klopft der Klops gerade in meiner. Zu meiner Gruppe. Ja, Sie müssen. Entschuldigen, es geht doch. Lassen Sie mich noch 5 Minuten auftelefonieren. Es ist doch, es wird doch. Ich brauche. Lass los. Mundharmonika gespielt. Wo ist denn die her? Ach, wie süß. Von Laura zum Abschied, ja? Oder hatte sie von jemand anderem? Hm? Nicht zufällig von einem Mann, der in der Kirche wohnt? Nein, in der Kirche, kennst du doch. Hm. Hör zu, du. Treib kein Scheißspiel mit mir, ja? Denk daran, wir haben die Gabel, die dich sticht. Alles sagen. Wer ist dieser Typ? Wer ist der Mann, der in der Kirche wohnt? Ist es der Freund von Laura? Ist es der kleine Priester? Red schon, ich hab Angst. Bleiben, bis du uns verrätst, wo der kleine Priester steckt. Du weißt es doch. Ich belauerte nach wie vor das Haus in Marseille. Jetzt schon den 2. Tag. Von Louis und Thierry Bibi sah ich nichts. Auch Kurzos Auto war auf wundersame Weise verschwunden. Ich bin eben kein Profi. Die Kinder waren mir entwischt. Thierry Bibi? Sie werden es dir wegnehmen.
Wie? Was? Dein Leben. Der Kurt ist ein böser Mensch. Psst. Warte! Hast du mal Feuer? Ich bin nicht drauf. Nicht erst in Ordnung. Ich drauf. In Ordnung. Ja, ja, ich erkläre ihm das. Bis bald, salut. Es wird auch Zeit. Kommt mit. So, Luis, da steht deine Maschine. Die schafft locker 70 Sachen. Ich habe gehört, in Mailand warst du der Beste auf dem Mofa. Ja, ja, das stimmt. Luis ist der Beste. Luis! Pass mal auf. Kein Schmuck, keine Handtaschen mehr. Ende. Du bist nicht gut genug. Mhm. Du arbeitest mit dem Mofa. Und wenn du schlau bist, bist du schnell. Ja, ja. Den muss man auch haben. Darf ich mal meine Schwester anrufen? Schwester? Und Malan ist ein Ferngespräch, Luis. Das ist halt am teuer. Mach erst mal 5 Autos, Lehrer. Können wir drüber reden, ja? Ab jetzt. Na los, fahr schon. Erzählst, ist unserer Gendarmerie hier kein Begriff. Aber ein Freund von mir bei der Polizei wäre bereit, ihn Luis bei der nächsten Gelegenheit hochzunehmen. Wenn du das gut findest. Ja, zumindest komme ich dann mal an Luis heran. Warum hast du eigentlich nicht Thierry Bibi gefragt? Warum hast du den überhaupt wieder laufen lassen? Sag mal, was glaubst du? Wie hat er dich eigentlich gefunden? Was fragst du? Er hat mich gefunden, weil... Dreh dich mal ganz langsam um. Da stehen zwei Typen auf der Brücke. Die sind wegen meiner arabischen Kinder da. Ich habe den Eindruck, die sind nicht einverstanden damit, dass ich jemand in ihre Angelegenheiten mischt. Und jetzt wissen sie auch, dass du in der Stadt bist. Den einen kenne ich. Er ist von Kurzos Bande. So, Leute, wir gehen langsam weiter. Morgen können wir wieder mit unserem Schiff fahren, aber jetzt müssen wir nach Hause. Nam Xiao. Ich habe das Gefühl, dieser Luis wird dich früher finden, als du ihn warst. Wir fahren jetzt zum Hafen. Passt. Sag mal, du magst noch Schiffe, oder? Ja? Und wie? Dachte ich mir doch. Ich war entschlossen, Luis aufzusuchen. Ich wollte dem Jungen gegenübertreten und mit ihm reden. Doch der Kurzo achtete auf die kostbaren Kinder, auf seine Spezialisten. Er achtete auf sie wie auf sein Messer. Und was ich nicht ahnen konnte, die Bande wusste längst, dass ich in Marseille auf der Lauer lag. Haben, bleibt deine Schwester exakt an dieser Stelle. Ich verstehe sowieso nicht, wieso die Mariola, die Lischida und der Posten hier so viel Geduld mit euch haben. Ihr Schweine, ich weiß nichts von dem Priester. Warum habt ihr wohl mehr Angst als vor der Polizei? Ach, kapalapak. Angst. Bratwurst. Sautzise Rotier.
Die Polizei kannst du betrügen, aber den kleinen Bastard nicht. Und das eine will ich dir sagen. Ein einziges Wort von mir. Und deine süße kleine Schwester Laura wird vor dem Dom enden als stinkendes, ekelhaftes Bettlerweib. Und ich sag dir noch was. Thierry Bibi nehmen wir dir weg. Wo ist eigentlich die Mundharmonika her? Die lag im Zugabteil. Ja, wenigstens bist du mal ehrlich. Die Kirchenratte ist nämlich in Marseille. Luke hat ihn am Hafen gesehen. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt nicht. Ich hätte es dir gesagt. Ehrlich. Vielleicht lungert er schon tagelang hier draußen rum. Du musst raus hier. Los, mach die Klamotten zusammen. Auf, los! Wo ist Thierry Bibi? Sag's mir bitte. War das wohl ernst gemeint? Was mache ich ohne ihn? Ich will wissen, wo er ist. Na komm, beruhig dich. Wir gehören alle zu einer großen Familie. Wir sind alle zusammen. Laura, du und all die anderen. Sicher, es mag Familien geben, die herzlos sind, die ihre Kinder wegschicken, wenn sie groß sind. Das wird bei uns nicht passieren. Wir bleiben immer zusammen. Glaub's mir, Louis. So lange du ein braver Sohn und Laura eine liebe Tochter bleibst. Hm? Wo ist Thierry Bibi? Er muss doch auch mit. Schön hier, hm? Dort ist das Schiff. Ja. Niemals in Frieden lassen. Was ist das, in Frieden? Das ist, wenn... Finger weg! Also, wenn Laura, Louis und du zusammen seid. Das ist Frieden? Ja, wenn man nicht im Ruhe ist. Und diese Leute wollen euch das nehmen. Die, denen das Boot da unten gehört. Das sind böse Menschen, die Ribibi. Klar? Und jetzt geht. Böse Menschen. Kolleg, haben wir einen Raum mit Gittern vor den Fenstern. Und dann kommst du jetzt, Sebastian. Die wollen dich umbringen. Sie haben jetzt solche Angst, dass sie auch schon ihre eigenen Leute umbringen. Du gehst auf keinen Fall mehr in die Stadt, bis zu deinem Rückflug nach München. Du bist für meine Sicherheit nicht verantwortlich. Okay, meinetwegen. Aber dann wirst du so freundlich sein und ein neues Boot kaufen für das Kolleg.